Da gehen wir mal shoppen hier. Willkommen. Ein schweres Massagegerät. Das ist eine super Waffe. Ich finde die Bezeichnung schweres Massagegerät. Das ist so ein Riesenstock. Finde ich lustig. Naja. Ein Dandy-Schirm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aufsteiger 19. Ein Polizeischlagstock fragwürdiger Herkunft. Ursprünglich als Waffe gedacht. Ich find's lustig. Ja, ich meine, wir hätten genug Geld, dass wir uns was kaufen könnten, ne? So ein schweres Massagegerät. Für ihn hätten wir den Dandy-Schirm. Und für ihn hätten wir hier den Aufstieg 19. Ich glaube, warte mal, was bringt denn? Das bringt tatsächlich jetzt insgesamt den höchsten Stärke, Dingsy, Aufschwung. Naja, der Massagestab hat ja fast was von Saints Row. Ja, das stimmt. Kaufen wir Aufstieg 19. Der fragwürdige Polizeischlagstock. Den können wir uns leisten. Und den rüsten wir auch gleich hier unserem Polizisten aus. Und ansonsten sind wir jetzt ziemlich pleite, ne? Ich könnte mir noch das Eisen... Es ist ein bisschen verwirrend. Anscheinend weiß ich nicht, ob das ein kulturelles Ding ist. Aber hier in dem Spiel ist Rot gut und Blau schlecht. Das ist echt total kontraintuitiv für mich, weil jedes Spiel ever macht das andersrum. Zumindest im Westen. Aber das Eisenrohr könnten wir uns noch leisten. Das ist ein bisschen besser als der Holzknüppel, den wir aktuell für unseren Helden haben. Nicht viel, aber immerhin. So, dala. Genau. Wir hätten hier noch einen Helm für mehr Rüstung. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, das setzen wir noch unserem Protagonisten auf, weil der darf nicht Game Over gehen. Alle anderen dürfen ruhig K.O. gehen, das ist nicht schlimm. Aber unser Protagonist muss dringend, dringend am Leben bleiben. Unser Ichiban. Sonst haben wir ein Problem. Na gut, haben wir uns ein bisschen abgegradet. Das ist bestimmt nie verkehrt. Jetzt schaue ich mal kurz, wo sind wir denn gerade auf der Karte? Und wo müssen wir hin? Ah ja, ziemlich weit. Das ist eigentlich ganz gut. Weil dann zeige ich euch mal eine der Nebenaktivitäten, die man so machen kann, bevor wir in die Kneipe gehen. Nämlich Dosen sammeln fürs Dosenpfand. Eine wichtige Geldquelle hier am Anfang des Spiels, natürlich. Aber vorher verprügeln wir nochmal ein paar schurkische Anwärter und unerfahrene Yakuza. Man kann auch den automatischen Kampf aktivieren für so leichtere kleine Kämpfe. Da können wir die Gegner mit Bohnen bewerfen, dass die Tauben kommen. Zum Beispiel. Ich find's super, ey. Hendrikes Wichtnolz, danke fürs Subscriben und hallo und Dankeschön. Bam! Der Pimpmaster hat uns stinksauer gemacht. Das hat er jetzt davon. Was macht er das auch? Der Pimpmaster. Sehr schön. Ah, noch eine. Ach, das sind nur. Das ist eine kleine. Zwei Kerle. Ein hungriger Obdachloser und ein unerfahrener Yakuza. Ich glaube, die. Ah, wisst ihr was? Nee, doch, okay. Machen wir jetzt. Ist ja egal. Ich habe nämlich noch. Oh, das geht hier gar nicht. Na gut, okay. Dann lassen wir es. Ich komme drauf zurück, wenn es soweit ist. Warte mal, kann ich. Genau. Ich habe nämlich einen neuen Service, der heißt Poundmates. Wir dachten erst, das ist so eine Art Dating-Service oder sowas. In Wirklichkeit kann man sich da super starke Verbündete rufen. Aber wir können uns nicht mehr leisten. Ich hab's mir gedacht. Weil Gary Buster Holmes haben wir schon kennengelernt.
das sind quasi die Beschwörungen in dem Spiel, wenn man so will. Können wir uns leider nicht mehr leisten. Aber sobald es geht, sobald wir wieder 10.000 Yen zusammen haben, mache ich das mal. Damit ihr das seht, weil das ist wirklich auch sehr lustig. Aber jetzt verhauen wir erstmal irgendwelche Leute mit unseren Eisenstangen. Und unseren fragwürdigen Sechs-Shop-Schlagstöcken. Das sind schon die Nächsten. Macht kurzen Prozess mit denen. Wir sind hier in einem ziemlich leichten Anfangsgebiet. Da können wir uns ziemlich schnell durchboxen. Ah ja, komm, die zwei verhauen wir auch noch. Ich wollte gerade den aus dem Weg gehen, aber geht schon. Ja, es ist super, wirklich. Ich find's auch, ich mag's wirklich gerne. Das ist mal wirklich ein etwas anderes Japano-RPG, aber gleichzeitig ein sehr gutes Japano-RPG. Taubenattacke! Ah, ich glaube, ich habe zufällig eine Nebenquest entdeckt. Schauen wir da mal vorbei. Wenn ich es doch sage, dieser Mann geht zu weit. Er verschmutzt eine wertvolle, natürliche Ressource. Ich versichere ihn, dass wir alles tun, ihn aufzuhalten. Ist da drüben alles in Ordnung? Wenn das so weitergeht, wird der Fluss senfgelb. Der Fluss wird schon nicht die Farbe ändern. So oder so soll dieser Störenfried sich gefälligst woanders erleichtern. Okay, es geht anscheinend um Urinieren in der Öffentlichkeit. In einen Fluss. Warum ich? Nee, das ist nur Singleplayer. Ich glaube nicht, dass das ein Multiplayer hat. Wenn, dann wüsste ich es nicht. Aber ich bin auch noch nicht so weit. Es handelt sich wohl um einen Wildpinkler. Wie unanständig. Dieser Polizist wird sicher... Ich konnte es nicht mehr lesen. Reden wir mal mit ihm. Hey, Entschuldigung. Ja, kann ich helfen? Nee, aber ich habe gehört, dass irgend so ein Typ einen Drachen in unseren Fluss speien lässt. Ah, hast du das also gehört? Bruchstücke. Aber woran hakt's denn? Warum habt ihr den Typen noch nicht verhaftet? Du hast echt keine Ahnung, oder? Wir müssen ihn erstmal auf frischer Tat ertappen. Aber diese goldene Gelegenheit hat sich irgendwie noch nicht ergeben. Außerdem fließen die Informationen nur spärlich. Wir wissen nur, dass es einen Mann gibt, der alles andere als harmlos zu sein scheint. Also wissen wir nicht viel. Oh, Kater! Oh Gott, ey, Kater! Hörst du auf jetzt? Ich muss mal kurz, glaube ich, hier was einschreiten. Wartet mal, ich kann gerade... Wirklich, ich habe echt Angst, dass der irgendwie die Xbox runterwirft, Mensch. Okay, er hat das Interesse verloren. Okay, gut. Katzen. Furchtbar. Ja, die Erregung öffentlichen Ärgernisses. Jeden verdammten Tag pisst der Kerl in den Fluss. Die armen Angler. Naja, und die armen Fische. Ist ja echt irre. Hoffentlich erwischt ihr ihn bald. Hoffe ich auch. Sag mal, bist du öfters hier in der Gegend? Ab und zu mal, ja. Wenn du diesen widerlichen Wildpinkler siehst, kannst du uns ja helfen, ihn trocken zu legen, in dem Hahn zuzudrehen. Soll ich ihn etwa verhaften? Ja, ich glaube, du hast genug Autorität dafür. Es gibt natürlich auch eine Belohnung. Ich würde ja mehr Männer auf Streife schicken, aber wir haben schon mehr als genug Ressourcen für die Jagd auf diesen Pisser vergeudet. Klingt, als wärt ihr ziemlich angepisst von dem Kerl. Okay, dann helfe ich euch. Oh Gott. Wenn ich ihn strollern sehe, verpasse ich ihm eine. Genau, das wollte ich hören. Ich habe übrigens... ich heiße übrigens Tada. Du findest mich eigentlich fast immer hier auf Streife. Cool. Ich heiße Kasuga. Alles klar, Kasuga-san. Ich überlasse den Kerl dir. Melde dich auf dem Revier, wenn du ihn erwischst. Klar doch. Ja, so ist das.
Ja, ein Pinkel-Karlauer nach dem anderen, ne? Ein ganzer Dialog nur aus Pinkelwitzen bestehend. Nicht schlecht. Aber jetzt sammeln wir erstmal ein bisschen Dosenpfand. Das Dosenpfand-Minispiel ist ziemlich cool eigentlich und ziemlich witzig. Das ist im Grunde Pac-Man. Im Grunde ist das 3D-Pac-Man. Ich spiele es mal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, weil ich habe die Skulls. Okay, ich kann mich nicht mehr an die Steuerung erinnern. Doch, doch, kriege ich hin. So, unser Ziel ist es jetzt, so viel Dosen wie möglich zu sammeln in einer gewissen Zeit. Die liegen hier überall rum. Und, ne, Dosenpfand. Es gibt aber auch andere Obdachlose auf ihren Fahrrädern, die uns unsere Dosen streitig machen wollen. Und wenn die uns rammen, verlieren wir Dosen. Wenn uns der Müllwagen erwischt, verlieren wir sogar einen riesigen Haufen Dosen. Wenn ich allerdings mit Turbo, die hier rumliegen, andere Obdachlose ramme, kann ich den Dosen klauen. Und das ist im Großen und Ganzen das Minispiel. Ab und zu kommt dann noch so ein Mädchen, das den Müll rausbringt. Und aus deren Müllbeutel fallen dann die ganze Zeit Dosen raus, die wir dann auch noch als Bonus sammeln können. Was ziemlich gut ist. Jetzt fahre ich dem Müllwagen gerade hinterher, ne? Da muss ich aufpassen, dass ich dem nicht in die Quere komme. Muss ich jetzt leider einen blöden Weg nehmen. Ah, Müllwagen ist nämlich wirklich ganz schlecht. Das war jetzt nicht gut hier, aber gut. Passt schon. Oh yeah! Ich könnte jetzt schon ins Ziel, aber wir haben noch 1,5 Minuten. Ich versuche mal... in ein Sprengfass zu fahren. Ich versuche mal noch so viel wie möglich Dosen hier zu sammeln. Oh ja, da kommt ein Konkurrent. Achtung! Turbo! Oh, das Dosenmädchen kommt. Ich muss schnell umdrehen, das ist wichtig. Das brauchen wir. Das bringt uns noch die Bonuspunkte, die wir brauchen. Die ist oben entlang. Ja, genau. Hier die Straße dürfte jetzt voll mit ihrem verlorenen Müllhaufen sein. Das ist gut. Wir werden verfolgt. Ich muss mal Gas geben. Und jetzt würde ich sagen, zurück zum Startpunkt schnell. Bevor wir noch unsere wertvollen Dosen verlieren. Sehr gut. Das war ein guter Lauf. Hey, Mr. Skyline. Ja, das ist mein bestes Yakuza-Outfit, das ich auf die Schnelle kreieren konnte. Es ist wirklich so, wirklich. Die Minispiele in dem Spiel sollen auch wirklich alle relativ gut sein. Gut bis sehr gut. Ich habe bis jetzt halt noch nicht viel freigeschaltet. Aber das Dosensammeln ist schon mal ganz cool. Ich bin Dosenkrieger. Yes. Wir kriegen fürs Dosensammeln, aber das ist so ein... Das wird erklärt im Spiel. Das haben sich quasi die Obdachlosen so überlegt als System. Die sammeln gemeinschaftlich Dosen und jeder, der Dosen sammelt, kriegt Punkte und kann die Punkte hier bei ihm einlösen quasi. So funktioniert das im Grunde. Deswegen kann ich jetzt hier meine Dosen gegen Preise eintauschen. Zum Beispiel halb gegessene Bentos oder halbe Getränke oder sowas in der Art. Ich tausche die jetzt mal gegen so viel Yen, wie wir dafür kriegen können. Viel ist es, glaube ich, nicht. Aber immerhin... Ja, ein paar. Haben wir wieder wenigstens ein paar tausend Yen in der Tasche. Ein paar tausend Yen, ich kann es nicht genau sagen, aber ein paar tausend Yen dürften wahrscheinlich mit ein paar 10 € vergleichbar sein oder sowas. Zumindest vom Kaufwert in diesem Spiel hier. Im Grunde ist das der Plan. Ich muss mal schauen, wenn es jetzt zu teuer wird, so meine kleinen Verkleidungen für irgendwelche Streams, dann werde ich die abspecken, ne? Also ich übertreib's nicht, aber im Grunde habe ich das schon vor. 9000 Yen. 900 Yen sind 10 €. Ach so, ja, dann doch mehr als ich dachte. Dann hat das im Spiel einfach nur ein bisschen wenig Wert quasi.
Dann wären das, na gut, das wären jetzt so 30 Euro. Doch, doch, das kommt ganz gut hin. 30, 40 Euro haben wir jetzt in der Tasche. Das, glaube ich, ist ganz realistisch. Das stimmt. Sudala, dann gehen wir mal unserer Hauptquest nach, oder? Ich versuche mal, den Pöblern hier aus dem Weg zu gehen. Ah, ein Dialog. Warum nicht? ああ、本当は竜を掘りたかったんだけどよ。え、なんで竜を掘らなかったんだよ。竜ってのはうちらの世界じゃ一流の極道の象徴みたいなもんなんだ。俺みたいなペーペーが軽々しく背負えるようなもんじゃねえんだよ。ええ、そういうもんなのか。まあでも竜魚ってのもなかなかかっこいいじゃねえか。だろ？俺も気に入ってんだ。 Okay. Fand ich auch interessant, dass die da auch ein Pfandsystem haben, aber anscheinend sind die da sogar ziemlich fortschrittlich und was so Recycling und so weiter angeht. Also die sind Deutschland da schon weit voraus gewesen. Ich dachte auch immer, wir sind das Recycle-Land. Scheinbar sind wir nur Platz 2. Oder so. そんなんだからいつも観光鳥が泣いてんだよ。趣味でやってんだ。客なんて来ないくらいがちょうどいい。よく言うぜ。足立さん、いらっしゃい。よ、いろはちゃん。その人たちは？ええ、俺の連れだ。春日に難波。どうも。 足立さんが誰かを連れてここに来るなんて珍しいね。っていうか、初めてじゃない？まあそう言われてみりゃそうかもな。よっぽど気に入ってんだね、その人たちが。ちげえよ。こんなむさ苦しい連中気に入るわけねえだろうが。照れちゃって、可愛い足立さん。たく調子狂うぜ。そんなことより、 マスター、一つ頼みがあってよ。どうせつけで飲ませてくれとか言うんだろ。よくわかってるじゃねえか。頼むよ。こいつらにもこれから先ここに金落とさせるようにするからさ。な。まったく。本当に元刑事かよ。しょうがねえな。サンキューマスター。サンキュー。飲もうぜお前ら。 Die Anglizismen im Japanischen finde ich sehr schön. Oh, die Karaoke-Bar Survivors zum neuen Treffpunkt. Aha, cool. Ein neuer Treffpunkt, ein neues Hauptquartier, ein neuer Außenposten. Aber die Ladezeiten sind so toll, ey. Zum Glück scheinen Ladezeiten der Vergangenheit anzugehören. Groß und Ganzen. Toll. 明日は今日以上に忙しくなりそうだがな。ただ、なんだかお前らと一緒ならうまくやれる気がしてんだよ、俺。へえ、嬉しいこと言ってくれるじゃねえか。足立さん、もう酔ってんのか？これ式の酒じゃまだ酔わねえよ。足立さんは酔ってんのよ。久々に芽生えた熱い友情に。 Sudala, was können wir denn jetzt hier machen? Ah, wir können, glaube ich, ein Bonding-Gespräch mit ihm hier führen. Kann das sein? Trink was, das ist unsere Mission. Hey, ich würde gern Karaoke singen, wenn das geht. Muss mal schauen. Ich habe keine einzige CD. Ach so. Wenn wir CDs hätten, könnten wir hier Karaoke machen, oder wie? Ah, wir haben eine CD gefunden! Wart mal kurz. Ich habe eine Nachricht bekommen. Willst du meine CD-Sammlung sehen? Bei deinen Spaziergängen durch die Stadt findest du CDs,
die du in der Survive-Bar anhören kannst. Ach so, nur anhören? Das sollte ich wahrscheinlich gar nicht machen, ne? So, jetzt hier auf Twitch zumindest nicht, leider. Sonst noch? Ah, schauen wir mal ins obere Stockwerk, was wir da haben. Ah, hier ist unser Raum quasi. Hier ist unsere Gegenstandsbox. Da können wir Sachen lagern und rausnehmen. Sehr gut. Und hier ist unser Bett. Da können wir das Team heilen. Das ist schon ein besseres Zimmer. Ich habe doch am Anfang noch erzählt, dass wir so ein kleines Zimmer im oberen Stockwerk von so einem kleinen Bordell haben. Aber das ist schon ein ziemliches Upgrade hier. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Na gut. Ach komm, Kasuga. Bist du schon blau? Ich kann auch. Und du? Sagst du, deine Rechnung spricht eine andere Sprache. Komm, sei kein Drogenkopf. Hä? Was? Sollte ich was mit Adachi trinken? Drinklings. Wenn du gemeinsam mit deinen Gefährten isst und kämpfst, füllt sich die Bedingungsleiste. Wenn die Bedingungsleiste zu einem bestimmten Punkt erreicht, kannst du in der Survivor-Bar-Gespräch... Ach so, das heißt, ne? Wenn die sich mehr mögen, kann ich hier in der Bar neue Dialoge freischalten und Nebenstories auslösen. Mit einem Drinklink. Wenn du dir Sorgen und Nöte deiner Gefährten anhörst und ihnen hilfst, kann das neue Bindungen zu ihnen gewaltig stärken. Und ja, ich verstehe schon. Das ist cool. Das ist cool. Hey, Adachi-san. Was trinkst du denn? Das ist cool. Soll ich dich hören, nicht? Adachi-san, das ist... Kappu-sake? Shhh. Die Stimme ist groß. マスターに聞こえるだろう。勝手に持ち込んで飲んでるのか？ああ、コンビニで買ったやつだよ。こんなシャレたバーで酔うまで飲んだら高くつくだろう。お前だって財布が寂しけりゃ同じことするさ。うーん。確かに俺も持ち込むかもしれねえけど、飲むなら堂々と飲むぜ。 なことしたらマスターにバレるだろう。酒はこそこそ飲んだってうまくねえさ。バレたらその時よ。お前のそのメンタル、羨ましいぜ。お褒めの言葉をいただいたから、俺に一杯おごるよ。サンキュー。Thank you。Yeah, selbst Vertrauen gestärkt。しかし、定年直前で警察を懲戒免職なんて。 Hi, Metatron. なに、警視総監の堀之内に立てついて首になるなら本望だよ。あいつに目をつむって警察を続けるよりずっとな。確か、足立さんと堀之内の因縁が生まれたのは20年前の事件だったな。ああ、老夫婦が殺された強盗殺人事件だ。俺たち捜査本部は近所に住む久住って男を逮捕した。 クスミには空き巣の前科があったし、アリバイもあやふやだったからな。だけどクスミは白だった。ああ、きっかけはクスミの息子だった。息子？クスミには妻子がいてな、一人息子の高志は当時5歳。その高志が犯行時刻にお父さんと散歩に行っていたって証言したんだ。 だが親族ってのは容疑者に有利な証言、つまり嘘を言う可能性がある。だから捜査本部は高志の証言を無視することで一致したんだ。俺もその決断に反対はしなかったが、どうしても高志の証言が気になってな。クスミの逮捕後も俺は単独で聞き込みを続けたんだ。するとタバコ屋の主人が犯行時刻に散歩するクスミと高志を見ていた。 高志の証言は正しかったんだよ。すぐに捜査本部にそのことを伝え、クスミの釈放を要請したが、堀之内がそれを握りつぶした。確か堀之内は当時の神奈川県警のトップだったな。ああ、
警視庁への栄転が内定していた堀之内にとって誤認逮捕という失態はあってはならないことだ。だから堀之内は冤罪と分かっていながら久住を無償送りにした。結果久住は獄中で自殺だ。堀之内は他人の命まで犠牲にしてキャリアを掴んだってわけか。足立さんが堀之内に執着する気もわかるな。だけど久住の命を奪った原因の半分は俺にある。高志の証言を俺がすぐに信じていれば誤認逮捕を止められたはずだ。足立さん一人の責任じゃないさ。捜査本部の全員で決めたことなんだ。だが高志の事情聴取をしたのはこの俺だ。今でもあの子の顔が頭から離れねえ。足立さんはその後久住の冤罪をマスコミにリークしようとしたんだろう。それってもしかして高志君への罪滅ぼしって思いもあるんじゃないのか。春日のくせに察しがいいな。確かにそういう思いもあったさ。だが結果はリークも失敗して俺は免許センターを送り、何一つなせないままこの手たらくだ。悲観するなよ足立さん。すまねえな、暗い話になっちまって。気にすんなって。バカ話をするだけが仲間じゃないだろ。いいこと言うじゃねえか、春日のくせに。春日のくせにってのは余計だろ。まあお前みたいな仲間が警察時代にいたら俺の人生も変わってたのかもな。俺みたいな警察官がいたら日本は終わりだよ。それもそうか。そこで同意するか。まあもう一杯飲もうぜ、お前のおごりでな。仕方ねえな、もう。マスター注文いいかい。Jadala, cool. Kasuga spürt, dass seine Bindung zu Adachi sich vertieft. Adachi erhält jetzt mehr Erfahrung, wenn er nicht in der aktiven Gruppe ist. Aha, es gibt also scheinbar mehr als 4 Mitglieder in der Gruppe. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, es gibt nur 4. Das habe ich von der ganzen Zeit eingestellt, entriges Fichtenholz, dass die Emojis, die man postet, auf dem Bildschirm zu sehen sind. Ich fand das witzig, wenn die da so rüberfliegen. Genau, wegen der Geschichte, die er gerade erzählt hat, haben sich die beiden im Grunde auch kennengelernt. Deswegen arbeiten die zusammen. Deswegen suchen die im Grunde nach dem Gleichen, mehr oder weniger. Weil wir wurden ja quasi verraten. Wir sind ja für unsere Familie ins Gefängnis gegangen und jetzt werden wir quasi... Also jetzt, ne, ich will, wie gesagt, gar nicht zu viel spoilen, aber jetzt ist halt alles anders und wir sind ganz allein und so weiter. Und er ist hinter dem Polizeipräsidenten von Tokio her, weil der quasi wirklich über Leichen gegangen ist, um sich seine Position zu verschaffen und auch mit der Yakuza ganz eng involviert ist, also mit der jetzt aktuell herrschenden Yakuza-Familie. Und der Vize-Chef von dieser herrschenden Yakuza-Familie war unser alter Boss, für den wir ins Gefängnis gegangen sind. Und das verbindet uns quasi. Sate, soro kaeru ga. もう帰っちゃうの？悪いな、いろはちゃん。俺たち明日いろいろ忙しいんだよ。おい、ナンバー、いつまで寝てんだよ。帰るぞ。でも、本当にこの店気に入りました。また使わせてもらいます。おう。どうせろくに客も来ねえ店だ。遠慮せず来てくれ。あと、あいつをよろしくな。ね、あいつがあんなに楽しそうに男と飲んでるのを見たのは本当に久しぶりだ。よほどおめえらのことを気に入ってるんじゃねえか。そうなのかな。ああ、俺が言うんだから間違いねえ。あいつはろくでなしだが悪いやつじゃねえ。これからも仲良くしてやってくれ。ねえ、もちろん。おい春日、何話してんだ、行くぞ。おう、すまんすまん。じゃあマスター、また。毎度あり。